dazu. Einmal Aqua-Durchstoß. Warum nicht auch in Deutsch, Rika? Der Name ist doch schön. Ja, verstehe ich auch nicht. Und Rika klingt ja auch deutscher als Shay. Und Shay klingt ja englischer als Rika. Also so ganz verstehen kann ich das auch nicht. So, Sandsturm fügt Agilusa Schaden zu. Aber dafür haben wir Diktri besiegt. Als nächstes Donphan. Wieder ein Boden-Pokémon. Wir kämpfen weiter. So, Agilusa. Aqua-Durchstoß. Donphan wirkt zu klein. Verstehe ich gerade nicht so, aber okay. Okay, Erdbeben kickt schon mal richtig, aber... Agilusa ist das erste Pokémon, was von uns erst überhaupt getroffen wurde. Und wir haben gleich schon vier von den ersten Top-4-Kandidaten besiegt. Klamblam, vielen Dank. So, Sandsturm fügt Agilusa Schaden zu. Haben noch 80. Als nächstes Suelord. Wir bleiben weiterhin bei Agilusa. Nicht übel, sprach der Dübel. So machen Kämpfe Spaß. Alles klar, San Francisco oder was? So, Suelord. Das letzte Pokémon sogar schon. Okay, ich würde... Ah ne, wenn wir Terra kristallisieren, dürfen wir später nicht mehr. Also gut, Aqua-Durchstoß. Jetzt wird es ungemütlich für euch, Suelord. Schüttle unsere Gegner ordentlich durch. Okay, sie setzt auf jeden Fall Terra-Kristallisierung ein. Bleibt beim Bodentyp, das ist schon mal sehr gut. So, jetzt kommt Suelord auf als erstes, aber Schutzschild, okay. Dann müssen wir die eine Attacke jetzt aussetzen, nur die Runde, und danach geht's weiter. So, Suelord schützt sich selbst. Wir hauen jetzt nochmal Aqua-Durchstoß drauf. Mich genau jetzt. Und Suelord wurde direkt besiegt. Der One-Hit-Wonder. Und das war's. Shay von den Top 4 wurde besiegt. Schön. Mit zwei Pokémon platt gemacht. Oh, da ist jemand aber nicht so glücklich. Reife Leistung. Das kann ich auch. Immer noch. Ach, Mist. Gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber der Kampf hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fühle mich irgendwie total erfrischt. Weißt du, es gibt nicht viele Trainer, die in der Lage sind, die praktische Prüfung zu meistern. Gut, dass es kein H2O-Absorber so laut war. Ja, wenn, dann hätte ich ja auch noch ein... oh, ich habe den Namen von meinem ersten Pokémon vergessen. Ihr wisst, wen ich meine. Pelori und so weiter. Ach, bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Dir könnte das vielleicht gelingen. Du darfst jetzt noch nicht leichtsinnig werden. Mastifioso? Das nächste Mitglied der Top 4 ist nämlich nochmal eine Ecke stärker als ich. Häng dich rein. Hey! Du bist an der Reihe, Stöpsel. Maskagato, stimmt. Ich Blödmann. Ich komme. Genau, Maskagato. Dann hätte ich ihn einfach rausgeholt. Wie jetzt? Geht das hier drinne weiter? Gehen wir nicht von Raum zu Raum? Hast du etwa verloren, Jay? Aber hallo, er ist echt stark. Sieh dich besser vor. Ich werde euren Kampf als unbeteiligte Zuschauerin mitverfolgen. Räche mich, okay? Ja, mach ich. Okay, früher war das halt noch so cool, weil es verschiedene Themen in den verschiedenen Räumen gab. Hier gibt es anscheinend nur einen Raum. Bist du bereit? Gegen Poppy. Also, bist du bereit, gegen Poppy von den Top 4 anzutreten? Jawohl. Echt toll, dass du es bis zum zweiten Kampf geschafft hast. Aber jetzt ist es Zeit, für dich nach Hause zu gehen. Meine Pokémon sind nämlich alle hart wie Stahl. Deine schwachen Attacken machen ihnen gar nichts aus. Du wirst schon sehen. Kommt raus, meine Lieben. Du musst noch heilen. Ich lasse erstmal. Der Kampf eben war ja schon mega gut. Ich will mal gucken, ob wir vielleicht durch die Top 4 ohne heilen kommen. Aber sobald ich sehe, dass es gefährlich werden könnte, dann mache ich natürlich. So, ich glaube, vor uns ist ein Boden-Pokémon. Angriff, Batini. Lass uns toben und stampfen. Level 58, alles klar. Durchbruch. Hau raus, Epitaph. So, das war's. Patinaraya wurde schon mal besiegt.
Stahl, alles klar. Als nächstes wird Kramor kommen. Da wissen wir natürlich, was wir machen. Pokémon wechseln. Aber Kramor ist ja ein Flug-Pokémon. Was werden jetzt am schlausten? Ich glaube, dann bleiben wir doch lieber bei Epitaph, ne? Ja, wir bleiben bei Epitaph. Hab ich schick Kramor in den Kampf. Kannst du jetzt schauen nach rechts? Ach, mache ich gleich. Nach dem nächsten Kampf. Kramor Flugstahl. Wir versuchen es mal mit Durchbruch. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Eisenabwehr. Damit können wir auf jeden Fall nochmal angreifen, ohne besiegt zu werden. Nochmal Durchbruch. Rafa, machen wir sofort. Nach dem Kampf. Kramor setzt Sturzflug ein. Hat Epitaph die Hälfte der KPs abgezogen. Aber Kramor leidet Schaden durch Rückstoß. Jetzt haben wir nochmal Durchbruch ein. Und das war's. Kramor wurde auch besiegt. Epitaph schwach wegen Kampf. Finger cross. Ist so, alles klar. So, Pokémon wechseln. Nimm Azogladis, sollte krass sein. Können wir ja machen. So, ich habe jetzt nach rechts gedrückt auf die Attacken. Und auch da sieht man nicht, ob das jetzt stark oder schwach ist. Ich kann auch nichts drücken hier. Also wie gesagt, Rafa, ich kann nicht sehen, ob die Attacken jetzt gut wirken oder nicht. Also ich warte jetzt noch, bis du antworten kannst. Aber ich kann hier nirgendwo sehen, welche Attacke jetzt gut oder schlecht ist gegen den nächsten. So, ich würde dann jetzt auch Azogladis nehmen. Ja, ich wechsle mal ein und dann sehen wir mal weiter. Genau, Azogladis gegen Stahl sollte stark sein. Okay, dann sieht man nur die Stärke. Ja, genau. So, Feuer gegen Stahl. Feuer, weiß ich, so viel stärker, aber... Na, was soll's, wir kämpfen jetzt mal. Okay. Wollen wir mal mit Reueschwert kommen? Machen wir. Nicht die Effektivität. Ich weiß, die Angriffsstärke, also... Jetzt weiß ich nicht genau, was du meinst. Ach, Stefan ist wieder da. Herzlich willkommen zurück. Und Frosty, der Pinguin, herzlich willkommen. Hey, das sieht man, sobald du das Pokémon, was der Gegner benutzt, vorher schon gesehen hast. Also im Pokédex registriert hast. Ja, aber Bronzong hatten wir auch schon gesehen. Gegen Bronzong haben wir auch schon öfters gekämpft und trotzdem hat er es nicht angezeigt. Magneson kann ich jetzt nicht zeigen. Gegen den haben wir zum Beispiel noch nicht gekämpft, das weiß ich. Aber Bronzong hatten wir schon ein paar Mal. Also ich konnte es mir leider nicht anzeigen lassen. Aber trotzdem herzlich willkommen, Frosty der Pinguin. Wann kommt Mario Kart? Später, wenn wir das hier durchhaben. Okay, Magnezone. Auch jetzt wieder Reueschwert. Das Pokémon muss erst auf dem Feld sein. Ach so, okay. Aber dann verlieren wir beim Einwechseln ja auch KP. Weil er ja einsetzen darf. Okay, Lamlam, bis gleich. Man sieht nur die Stärke, nicht die Effektivität der Typen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Also hier, wenn ich jetzt einwechseln würde, das andere Pokémon ist auf dem Feld. Sagen wir, ich versuche ihn mal. Dann wird mir das auch nicht angezeigt. Höchstens, wenn ich besiegt werde. Das wäre jetzt das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann. Aber wir schauen mal. Wir hauen jetzt nochmal Flammenwurf raus. Und damit ist auch Magneson besiegt. Schön, Magneson wurde besiegt. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Poppy setzt als nächstes Granforgita ein. Oh, das Pokémon kenne ich auch noch gar nicht. Wir schauen mal. Ich habe Angst. Mein letztes Pokémon wird mir bestimmt aus der Patsche helfen. Okay, Poppy. Schick Granforgita rein. Ach, das Pokémon, das kennen wir doch. Okay. Klingt, aber das ist ja mehr Feentyp, ne? Wir schauen mal. Ich glaube, ja, wir setzen mal Reueschwert ein. Jetzt machen wir die schick. Granforgita. Hey, Stahl. Ja, genau, okay. Dann lag ich da zumindest richtig. Okay, Poppy lässt Granforgita Terra kristallisieren. Sieht auf jeden Fall auch cool aus. Aber ich habe jetzt nicht ganz gesehen, welchen Typ ist denn das? Hat sie jetzt. Okay, direkt besiegt. Ist das jetzt der Stahltyp bei der Terra kristallisierung? Okay. So, Granforgita wurde besiegt und damit haben wir auch Poppy besiegt. Poppy von den Top 4 wurde besiegt.
Azogladis erreicht Level 70. Dem kleinen Mädchen noch 12.500 Poké-Dollar aus der Tasche geholt. Oh nein. Das nächste Top 4-Mitglied wird nice. Da bin ich mal gespannt. Wuhu. Dabei wollte ich mich doch nur an dir für dich rächen. Hey. An dir rächen, hä? Ich hoffe doch mal stark, du wolltest dich nicht an mir rächen, sondern mich rächen. Naja, schwamm drüber, Poppy. Da du verloren hast, sollten wir jetzt so langsam mal den Dritten im Bunde rufen, oder? Oh, stimmt, ja. Ich musste ihn schon lange nicht mehr rufen. Ihr könnt schon die anderen beiden noch rausholen, ne? Den Champ und Mr. Top 4. Okay, du bist dran. Hä, der erinnert mich an den einen. Nicht sein Ernst! Gegen ihn haben wir doch schon gekämpft. Hallo, ich bin's, Aoki. Er ist doch der Arena-Leiter. Ah, in Vertretung oder so wahrscheinlich. Wieso ist ein Aoki hier? Also, Hammer nice, aber wow. Okay, versuche ich jetzt auch wieder ohne zu heilen. Bist du bereit, gegen Aoki von den Top 4 anzutreten? Aoki, nice. Ach, du schon wieder? Wie du siehst, arbeite ich auch noch als Mitglied der Top 4. Ach, alles klar. Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. In meiner Arena verwende ich Pokémon vom Typ Normal. Die passen gut zu meiner Persönlichkeit. Leider hat meine Chefin mich dazu verdonnert, hier einen anderen Typ einzusetzen. Beschwerden kannst du daher gleich an den Top-Champ richten. Alter, dein Ernst? Oh Mann. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass er noch kommt. Also gut, Dienstbeginn. Fangen wir gleich an. Die Stecho verzeiht keine Trödelei. Okay, richtiger Geschäftsmann. Aoki von den Top 4 fordert dich heraus. Aoki setzt als erstes Tropius ein. Oh, Tropius. Auch ein Kanto-Pokémon. Schön. Ich bin dann mal so frei, in diesen Kampf mit Flug-Pokémon anzutreten. Ja, aber Tropius ist ja nochmal ein anderer Schlag. Okay, wir kommen mit Finsterfaust. Hälfte der KP ist schon mal weg. Und Tropius setzt Sonntag ein. Also Sonnentag, nicht Sonntag. Sonntag wäre auch schön. Okay, Finsterfaust. Tropius setzt Solarstrahl ein. Muss erstmal absorbieren. Bis dahin ist Tropius auch schon besiegt. Ist von Höhen, nicht von Kanto. Ist von Höhen, okay. Ich dachte, Tropius war älter. Okay. Hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir ihn besiegen. Einmal nochmal Gift-Hieb, um die AP zu sparen. Tropius setzt wieder Solarstrahl ein. Absorbiert Sonnenlicht. Aber was ist... Seit wann kann denn die Attacke sofort eingesetzt werden? Sonst muss sie ja immer aufgeladen werden. Ist das erst seit dieser Generation so? Weil sonst musstest du ja eine Runde aufladen und dann konntest du Solarstrahl einsetzen. Ja, Sonntag wird schön. Ich hoffe, Johnny gewinnt im Community-Battle. Achso, dazu gibt es auch gleich nochmal eine Ansage. Aber das machen wir später. So, setz das nächste Staraptor ein. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Na, Logo. Da haben wir doch eine coole Antwort drauf. Na los, Voltrian, du bist dran. So. Und hier haben wir Voltrian schon. Staraptor gegen Voltrian. It's Timmy TV. Durch Sonnentag. Da muss das nicht aufladen. Ach so, wusste ich gar nicht. Herzlich willkommen, It's Timmy TV. Vielen Dank für deine Nachricht. Wusste ich noch gar nicht. Cool, wieder was gelernt. So, einmal Donnerblitz. Na los, Voltrian. Und Staraptor wurde direkt besiegt. Schön. Oh Mann, das läuft ja richtig, richtig gut hier. Als nächstes kommt Altaria. Ist zum Teil Drache, aber wir sollten trotzdem mit Elektroattacken gut davor sein. Kampf. Donnerblitz. Und dann bin ich gespannt, wie schnell wir Altaria besiegen. Oh, drei Viertel trotzdem. Altaria setzt Eisstrahl ein. Hat uns ganz schön was weggenommen. 78 KP. Sonnenlicht verliert an Intensität. Aber wir hauen trotzdem Donnerblitz raus. Und dann war's das schon. It's Timmy TV. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Und Altaria wurde besiegt. Als nächstes kommt Choreogel. Da können wir auch draußen bleiben, glaube ich, mit Voltrean. Und hauen nochmal Donnerblitz raus.
Und direkt besiegt. Das war auch wieder ein One-Hit-Wonder. Schön. So, mal gucken, was er als nächstes hat. Als nächstes kommt Flamingo. Weiß ich aus dem Kopf nicht genau. Wird auch, glaube ich, eine Entwicklung sein von jemandem, den wir schon kennen. Deine Fähigkeit wachsen stetig, so wie die Wirtschaft. Jetzt habe ich den Rest leider nicht gelesen. Ach so, Flamingo, okay. Haben wir noch gar nicht bekämpft, aber wir setzen nochmal Donnerblitz ein. Zeit, mir etwas Rückenwind zu verschaffen. Ich muss danach nur meine Frisur wieder richten. Wenn es nichts anderes ist. Also Flugkampf. Ach so, okay. Das ist also Flugtop 4. Ja, okay. Das hat er schon erzählt ganz am Anfang. Das habe ich verstanden. Deswegen bin ich auch mit Voltrian draußen geblieben. So, Voltrian setzt Donnerblitz ein. Das war's. Die Terra-Kristallisierung hättest du dir sparen können. Ah, okay. Du weißt doch, dass wir schon gegen dich gewonnen haben. So, das war's. Aoki von den Top 4 wurde besiegt. Hm. Mit deinem Höhenflug übertriffst du jedes Vogel-Pokémon. Schön, dann haben wir den dritten besiegt. Jetzt kommt gleich Nummer 4. Du bist kaum wiederzuerkennen. Kein Wunder, dass der Top-Champ dich mag. Nun gut, dann ist es jetzt Zeit für das letzte Mitglied der Top 4. So, und das Mitglied kennen wir ja schon. Das ist das Stichwort. Sinius. Sinius haben wir auch schon kennengelernt. Hm, er lässt auf sich warten. Ich glaube, er hat dich nicht richtig gehört. Sinius, es wird nach dir verlangt. Lauter, Aoki, du musst lauter sprechen. Sinius! Okay, das mache ich jetzt nicht so laut. Sinius, du bist dran! Oh Mann, ey. Hallo, Johnny G. Es freut mich, dass du es bis hierher geschafft hast. Und was dich betrifft, Aoki, Mensch, du kannst mich doch nicht immer von Shay rufen lassen. Er ist halt sehr introvertiert. Okay, wieder ohne Heilung. Kannst als nächstes Findontor mit Findontor kämpfen, okay. Dann werden jetzt bestimmt Drachen-Pokémon kommen. Ich bin überzeugt davon, dass jetzt Drachen-Pokémon kommen. Ich wusste, dass du mir früher oder später gegenüberstehen würdest. Es ist schön erstaunlich, wie rasch der Nachwuchs an Erfahrung gewinnt und heranreift. Doch dass wir so früh aufeinandertreffen würden, übersteigt selbst meine kühnsten Erwartungen. Als Lehrer ist es eigentlich meine Aufgabe, diesen Reifeprozess bei meinen Schülern aktiv zu begleiten und ihnen zu helfen. Doch hier und jetzt vergesse ich mal für einen Moment meine Berufung als Lehrer. Stattdessen bringe ich meine ganze Kraft auf, um dich zu besiegen. Denn ich bin der Drache, der die Festung der praktischen Prüfung beschützt. Ich bin Sinius. Gib acht, dass du dir an meinen feurigen Atem nicht die Finger verbrennst. Sinius von den Top 4 fordert dich heraus. Alles klar. FM, ne? Zeig mir, was du gelernt hast. Ich will, dass wir uns ungezügelt gegenüberstehen. Uhafnir, genau. Okay, Uhafnir. Drache gegen Drache war, glaube ich, schon immer gut. Wutanfall. Epitaph hat sogar überstanden. Epitaph hält durch, um dir keine Sorgen zu bereiten. Vielen Dank, Epitaph. So, Uhafnir wurde besiegt. Schön. Als nächstes Drapfelein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Nö. Den Kampf holen wir zu... Wir lassen jetzt so lange Epitaph draußen, wie es geht. Oh, Knappfels Weiterentwicklung ist ein Drache, okay. Jetzt wieder Wutanfall ein. Schön. Wurde besiegt. Jetzt ist aber gleich Epitaph verwirrt. Das bedeutet, wir müssen Items einsetzen. Als nächstes kommt Tandrak. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Nein, wir kämpfen weiter. Oh, Epitaph. Du machst mich gerade richtig, richtig stolz. Epitaph setzt Wutanfall ein. Das nächste Pokémon besiegt. Ich muss nicht mal was machen. Schön, Epitaph. Tandrak wurde besiegt. Und Epitaph ist verwirrt. So, ich hoffe, dass wir jetzt gleich... Jetzt kommt Maxax, okay. Wir kämpfen trotzdem weiter mit Epitaph.
Und ich hoffe, dass wir jetzt einen Trank einsetzen können. Max, das gelingt es, gegnerische Fähigkeiten zu überbrücken. Können wir, schön. So, ab in den Beutel. Top Trank einsetzen. Und Epitaph hat seine 288 KP wieder. Gut, jetzt mussten wir doch ein Item einsetzen, aber wir hätten die Top 4 auch so besiegt. Schön. Max setzt Drachenklaue ein. So, wir hauen nochmal Wutanfall raus. Epitaph ist verwirrt. Epitaph setzt Wutanfall ein. Vielen Dank, Epitaph. Und Maxas wurde besiegt. Hätte ich damals nicht erwartet, dass wir mit unserem Epitaph, als ich Rassaf gefangen habe, habe ich nicht erwartet, dass wir mit Epitaph fast die ganze, den ganzen Top 4 Gegner fertig machen. So, als nächstes kommt Espinodon ein. Kämpfen wir mal mit ihm. So. It's Timmy TV. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen in der Community. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist.